Hallo Leute, die heutige Folge werde ich komplett mit diesen Handschuhen hier spielen. Mal sehen, ob ich das schaffen werde. So, und dann würde ich sagen gehen, okay, das ist mir schon alles zu blöd, Leute. Ich gebe auf. Hallo, wir sind hier in einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Schön, dass ihr da seid. Und Real Talk, das ist echt unmöglich. Wie soll man mit den Dingern spielen? Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier gerade im Wirtshaus Eberkopf und haben eine wichtige, wichtige Aufgabe vor uns. Eine Mission sondergleichen. Wir müssen nämlich meinem Vater heute eine Falle stellen und das verfluchte Amulett von ihm, ja, zurückgewinnen oder, ja, bekommen, wie auch immer, weil wir hatten es noch nie, deswegen nicht zurückgewinnen, weil wir hatten es ja noch nie. Aber wir werden es heute zum ersten Mal bekommen. Und zwar mit der Hilfe von Veruca, der blöden, schwarzmagischen Tante von Merula. Genau, allerdings natürlich erstmal beginnen wir diese Folge mit einer Nebenaufgabe und wir sind ja aktuell hier bei der Knuddelmuff-Aufgabe und müssen heute Hagrid besuchen, weil Ismelda irgendwie den Plan hatte, oder Merula, ich weiß nicht mehr, wer hatte den Plan, eine Knuddelmuff-Party zu organisieren, und Hagrid hat wohl Knuddelmuffs im Garten und Ismelda wusste davon und ich frag mich einfach, was da abgeht. Außerdem war die letzte Folge sehr weird, weil wir herausgefunden haben, dass Barnaby irgendwie so eine Dreiecksbeziehung hat und ich bin verwirrt. Let's go. So, dann wollen wir mal. Hallo Hagrid, was geht? Und ist der Garten wirklich voll mit Knuddelmuffs? Also, ich sehe keine. Da bin ich ja mal gespannt, was der uns jetzt hier zu erzählen hat. Hallo Daniel! Hallo Hagrid. Was kann ich für dich tun? Zum Punkt kommen, Nettigkeiten austauschen. Naja, für die Punkte tausche ich gerne Nettigkeiten aus. Nun, bevor wir dazu kommen, wie geht es dir denn, Hagrid? Nun, das ist sehr nett von dir. Mir geht es vorzüglich. Das ist wunderbar zu hören. Hoffentlich geht es euch beiden auch gut. Oh, du weißt, wie es ist, Hagrid. Los, mach schon. Verzeihung. Mach dir keine Sorgen, Hagrid. Ismelda ist heute Morgen nur etwas kratzbürstig. Kratzbürstig? Habt ihr schon mal jemanden kratzbürstig genannt? Ich frage mich immer noch, wer das übersetzt. Da muss ja irgendeiner den Job bekommen haben. Wahrscheinlich ein Teilzeitjob oder, keine Ahnung, ein 450-Euro-Job, die ganzen englischen Sätze für das Spiel zu übersetzen. Arme Person, die das tun muss. Meld dich gern bei mir. Ich hätte einige Fragen an dich. Aber wenn wir hier schon sind, Hagrid, würdest du uns deinen Knuffel-Knuddelmuffs ausleihen? Deinen Knuffel-Knuddelmuffs? Ich sterb gleich, Leute. Das ist, glaube ich, aber wirklich die Bezeichnung für eine Menge von Knuddelmuffs. Das ist wie Herde oder Rudel oder eine Meute oder wie auch immer. Wir würden gerne ein Knuddelmuff-Treffen für Barnaby organisieren, aber wir haben nur meinen Knuddelmuff. Chirp! Er ist wirklich niedlich, oder nicht? Chirp! Chirp! Fluffy scheint dich wirklich zu mögen. Was deine Frage angeht, würde ich dir gerne helfen, aber... Nun, irgendein Geschöpf hat meine Knuddelmuffs erschreckt und sie haben sich versteckt. Natürlich haben sie sich versteckt. Und wenn wir dir helfen, sie zu finden? Das wäre großartig. Dann lass uns loslegen und Knuddelmuff suchen, weil ich auch sonst nichts zu tun habe in meinem letzten Schuljahr kurz vor den Abschlussprüfungen. Okay, Leute, dann wollen wir mal. 3 Stunden, ahoi. So, und ich finde das jetzt nicht so sonderlich schwer, die alle zu finden. Und ich glaube, dieser Knuddelmuff hat mehr für diesen Knuddelmuff übrig, als dieser Knuddelmuff für diesen Knuddelmuff. Naja, bis gleich, Leute. So, und da bin ich wieder. Die Aufgabe ist fast geschafft. Noch einmal bewundern und wir noch einmal, okay, ansehen oder was auch immer da steht, nachsehen. Und damit haben wir die Aufgabe erledigt. Noch mal ein paar Münzen und einsammeln. Sieht aus, als würden sich die Knuddelmuffs in diesem Kürbisfeld verstecken. Ach so, da wäre ich auch drauf gekommen. Chirp! Kommt raus, kleine Knuddelmuffs! Chirp! Oh, süß! Chirp! Chirp, 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 chirp,
Ja. Mir geht's sehr gut, Leute. Gut gemacht, Fluffy. Also, du hast ein Knuddelmuff-Spieltreffen erwähnt. Genau, allerdings... Chirrup! Ich weiß nicht so recht, was zu einem Knuddelmuff-Treffen gehört. Knuddelmusse werden gerne geworfen. Das hab ich irgendwie nicht so im Sinn, glaube ich. Ich finde das immer ein bisschen makaber. Das stimmt. Sie lieben es, wenn man sie wirft. Chirrup! Dann sollten wir genau das mit ihnen tun. Ich werde eine Knuddelmuff-Wurf-Party in pflegemagischer Geschöpfe organisieren. Klingt toll, glaube ich. Alles klar, Leute. Die Knuddelmuffs sind vorbereitet. Los, lasst sie uns werfen. Ja, aber ein anderes Mal, weil ich möchte jetzt etwas machen, was nicht so verwerflich klingt, wie kleine süße Mini-Bälle, Tiere durch die Gegend zu schmeißen. Denn, wie gesagt, Leute, heute steht die große Aufgabe bevor. In der Nocturngasse werden wir meinem Vater eine Falle stellen, um das verfluchte Amulett von Dairiozaki zurückzugewinnen. Wieso sage ich jedes Mal zurückzugewinnen? Also wir organisieren uns das jetzt. Let's go. Oh Leute, was ihr gerade nicht gesehen habt, aber ich, weil ich immer diese Ladebildschirme überspringe und dieses dahinsippen, es könnte eine Duellaufgabe werden. Bin mir aber nicht ganz sicher, also unter Vorbehalt. Bin gespannt, was jetzt passiert. Sieht aus, als wäre Veruca noch nicht hier. Nun, da wir allein sind, könnten wir unseren Plan noch einmal durchgehen. Gute Idee. Veruca wird unserem Vater vortäuschen, dass sie sich mit ihm treffen möchte, um über das fehlgeschlagene Experiment zu sprechen. Und ich werde darauf warten, dass Veruca, ich glaube, wir werden belauscht, sagt. Genau. Und dann apparierst du dich herbei und machst eine Szene. Ich werde die Ablenkung nutzen, um unseren Vater das Amulett zu stehlen. Du hast deinen Tarnumhang, oder? Ja, ich habe ihn hier bei mir. Ich werde Mad-Eye auch Bescheid sagen. Er hat versprochen, mit einem Team von Auroren vor Ort zu sein. Wenn etwas schief geht, bevor wir das Amulett in die Hände bekommen, wird er eingreifen. In Ordnung. Wieso habe ich irgendwie das Gefühl, dass es zu einfach wäre, wenn das jetzt so funktioniert? Irgendwas muss schief gehen. Sieht aus, als kämen wir Ruka aus dem Geschäft heraus. Lass uns unsere Positionen einnehmen. Peregrine, du siehst wütend aus. Das Experiment war ein Reinfall. Alles, wofür wir gearbeitet haben, war für die Katz. Der Trank, den du gebraut hast, war nicht stark genug. Wenn du alles richtig gemacht hättest, dann hätte der Plan funktioniert. Wie bitte? Es ist deine Schuld, dass das Experiment nicht geklappt hat. Ich hätte dir niemals etwas so Wichtiges überlassen dürfen. Ruhig, ich glaube, wir werden belauscht. Was? Was machst du denn hier? Vater, wir müssen uns unterhalten. Wir haben nichts miteinander zu besprechen. Du hast deine Wahl getroffen. Eine sehr enttäuschende Wahl. Die einzige Enttäuschung hier bist du. Du Undankbarer. Jacob hat unseren Vater abgelenkt. Das ist jetzt meine Chance, das Amulett zu stehlen. Aber lieber führe ich noch ein paar Selbstgespräche, damit noch mehr Zeit vergeht und mein Bruder eventuell von ihm getötet wird. Okay, Leute. Es ist keine Duellaufgabe. Es wäre auch zu schön gewesen. Eine 8-Stunden-Aufgabe. Die butter ich gerne rein. Let's go. So, Leute, und in der Zeit, während ich das hier mache, könnt ihr euch gerne schon mal ein Getränk holen, denn gleich wird super spannend und da solltet ihr definitiv hydriert sein. In diesem Sinne, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Noch einmal hoffen und last but not least das Gesicht verziehen und damit haben wir die Aufgabe erledigt. Nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Der Pulso! Der hat gezaubert, bevor er den Zauberspruch ausgesprochen hat. Oh oh, ich glaube, wir sind hart am Arsch. Daniel! Was geht hier vor sich?
Ich werde dieses Amulett an mich nehmen, Peregrine. Und ihr alle werdet mir aus dem Weg gehen. Bleib zurück, Daniel. Vor deinen Vater springen, vor Jacob springen, regungslos bleiben. Es ist irgendwie gerade verdammt traurig. Ja. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Also vor meinem Bruder, ich hätte mich wirklich, vielleicht, ich wäre wirklich regungslos geblieben. Weder mein Vater noch mein Bruder jucken mich. Also eigentlich ist es auch nicht so schlimm gewesen. Aber was passiert jetzt? Das erfahrt ihr nach der Werbung. Guten Tag, kaufen Sie jetzt Luna Lovegood Figuren, weil Daniel auf jeden Fall viel zu viele davon hat. Jetzt auf dem Elbenwald Festival können Sie eintauschen, können Sie lieb erfragen. Ich habe auf jeden Fall zu viele Luna Lovegood Figuren. Werbung Ende. Okay, jetzt erfahren wir es, Leute. Jacob! Ist er... Oh. Er lebt. Mad-Eye, lass uns gehen. Wir müssen Jacob in St. Mungo bringen. Oh mein Gott, was war das für eine Folge? Also, ich hätte es jetzt ein bisschen interessanter gefunden, wenn er draufgegangen wäre, so like Roven. Dann hätte er mich zumindest nie wieder Pip nennen können. Aber, hä? Hat Veruca jetzt meinen Bruder angegriffen oder kann sie einfach nicht zielen? Die ist ja auch schon ziemlich senil, muss man sagen. Wahrscheinlich hat sie ja nicht richtig gezielt oder so. Aber was war da denn jetzt bitte los? Mein Vater hat auf einmal wieder zu sich selbst gefunden. Er war kurz im Überlegen, da zu bleiben und ist dann doch geflohen und... Hä? Also, wie schon gesagt, die Dinge scheinen anders zu sein, als wir annehmen. Zum St. Mungo gehen. Ein Heiler ist auf dem Weg, um uns über Jacobs Zustand zu informieren. Beeil dich. Alles klar. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es wird ungemein spannend. Ich glaube, das errettet diese Folge ja auch schon. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben dalassen würdet. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen.